1000 neue News, Updates und geplante Sachen für den WhatsApp Messenger. Was da jetzt genau los ist, das erfährst du jetzt in diesem Video. Los geht's! Wenn dich News und Updates zu digitalen Angeboten interessieren, dann abonniere diesen Kanal hier und verpasse keine Videos mehr zu diesem Thema. Ja Leute, ich habe heute mal ein bisschen recherchiert und ich habe heute wirklich dermaßen viele Clickbait-Titel gesehen. Nicht auf YouTube, tatsächlich in Blogs. Oh, da ging es um Untergang von WhatsApp. Dann werden alle verklagt und keiner kann mehr den WhatsApp-Messenger nutzen und so weiter. Es gibt auf jeden Fall ein paar Neuigkeiten. Das ist auf jeden Fall alles nicht so tragisch, wie es sich manchmal anhört. Erst möchte ich mal ein bisschen auf die Features eingehen und dann mal so auch so die negativen News, die jetzt so in letzter Zeit rausgekommen sind. Was steckt dahinter? Was passiert jetzt hier gerade? Geht WhatsApp unter? Geht vielleicht die ganze Welt unter mit WhatsApp? Und ganz am Ende erzähle ich euch noch was ganz Spannendes für die Adventszeit, was ein bisschen was anderes ist, aber was auch wichtig ist. Ja, WhatsApp hat jetzt auf jeden Fall einige neue Features rausgebracht, beziehungsweise geplant. Ich hatte ja schon mal darüber gesprochen, dass der Dark Mode kommen soll, der jetzt auf jeden Fall noch in Planung ist, noch nicht draußen. Was auf jeden Fall noch geplant ist, was rausgekommen ist, sind die neuen Sticker. Das fand ich ganz schön, da kann man sich tolle Sticker herumschicken. Das ist ein bisschen so wie beim Facebook Messenger. Und außerdem ist auch ein Feature geplant, dass ihr Videos sehen könnt, schon bereits im Sperrbildschirm. Das heißt, wenn ihr euer Handy quasi noch gar nicht entsperrt habt, könnt ihr dort dieses Video, was euch geschickt worden ist, angucken. Ein weiteres Feature, was geplant ist, ist das automatische Abspielen von Sprachnachrichten. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Freund habt, der schickt euch 5 verschiedene Sprachnachrichten hintereinander, dann könnt ihr sagen, okay, ich fange bei der ersten an, mache das Handy quasi aus, das spielt dann die 5 Nachrichten ab und die müsst dann nicht jede einzelne nochmal klicken. Für die Leute unter euch, die Apple haben, die sagen sich, Leute, das ist ein alter Hut, das weiß ich schon, Lukas, das brauchst du mir jetzt nicht nochmal zu erzählen. Das gibt es nämlich schon seit November 2018. Für die Leute, die Android haben, tja, die müssen noch kurz warten. Jetzt kommen wir zu der ersten krassen News quasi, beziehungsweise eigentlich eine Warnung. Und zwar geht es um einen Weihnachtskettenbrief, der auf WhatsApp große Verbreitung findet. Und zwar ist das eigentlich so ein ganz harmloses Ding. Da bekommt ihr eine Nachricht zugeschickt von euren Freunden beispielsweise. Und dann sollt ihr so ein Rätsel lösen. Und wenn ihr das Rätsel nicht löst, dann müsst ihr euch ein Weihnachtsmann-Emoji oben in euer Profilbild reinmachen. Ja. Hört sich jetzt nicht unglaublich schlimm an, ist aber etwaig eine Masche, mit dem ihr quasi abgemahnt werden könnt. Ich dachte mir, okay, das ist ein bisschen krass, muss ich jetzt wirklich sagen. Aber es gab tatsächlich Fälle, wo das schon passiert ist. Und zwar gab es nämlich 2014, 2016 so ein Spiel, wo man sich so Disney-Figuren quasi dann als Profilbild reingemacht hat. In dem Fall mussten Leute tatsächlich 1.000 € Abmahnungsgebühr zahlen. Das ist auf jeden Fall zu vermeiden. Das ist auf jeden Fall kein tolles Weihnachtsgeschenk, sagen wir mal so. Man weiß nicht, ob das diesmal auch so ist. Es kann auch sein, dass das wirklich einfach eine komplett harmlose Sache ist. Es ist halt mega albern, aber Leute, glaubt mir, die Welt ist einfach albern zurzeit. Ja. Eine Meldung, die auch für Weltuntergangsstimmung gesorgt hat, war, dass WhatsApp, was ja von Facebook aufgekauft worden ist, demnächst Werbung schalten möchte. Was interessant ist, dass die WhatsApp-Gründer selber jetzt WhatsApp verlassen haben. Die wollten quasi damit ein Zeichen setzen, dass sie nicht wollen, dass WhatsApp mit Werbung quasi zugeballert wird und dann vielleicht sogar ja, unpopulär wird und dann vielleicht auf Telegram oder sowas umgesprungen wird. Seid ihr da auch der Meinung, dass ihr quasi dann was andere Messenger nutzt, sobald WhatsApp da Werbung schaltet? Oder sagt ihr, okay, die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren, das ist schon in Ordnung, wenn das nicht komplett nervt? Würde ich mir ja gerne wissen. Schreibt es mal entweder in die Kommentare oder nehmt hier mal an dieser Umfrage teil. So, und kommen wir zur letzten Horrormeldung. Absolut krass. WhatsApp funktioniert nur noch bis zum 31.12.2018. Das ist natürlich super scheiße. Ja, jetzt habe ich euch das alles erzählt, aber es funktioniert ja gar nicht mehr. Oder vielleicht doch? Ja, es ist schon so, dass bestimmten Geräten quasi der Support untersagt wird demnächst. Es sind aber nur, sagen wir mal, sehr ausgewählte Modelle. Bis zum 31.12.2018 haben wir den Support für das Gerät Nokia S40. Für den wird der Support da quasi beendet. Das bedeutet generell, ihr könnt das nicht mehr updaten. Und wenn ihr es einmal vom Handy weg habt, dann könnt ihr es auch nicht mehr neu drauf installieren. Aber das ist wirklich mit dem Ende 2018 nur Nokia S40. Außerdem wird es auch was für iOS und Android geben. Da werden auch Geräte rausgeworfen. Allerdings erst im Jahr 2020, im Februar 2020.
werden iOS 7 Geräte, darunter fällt iPhone 4 oder älter, und Android Gingerbread Geräte, da wird es nicht mehr so viele von geben. Auch das ist jetzt wirklich für die meisten Leute, sagen wir mal, jetzt keine Horrornachricht. Aber gut, für das World Wide Internet Web, manchmal brauchen die Leute auch einfach Horrornachrichten, damit sie 2 Minuten ihrer Zeit ein Video sich anguckt. So Leute, und jetzt auch eine sehr positive Nachricht, und zwar für die Leute, die im WhatsApp Newsletter drin sind und die im E-Mail Newsletter drin sind. Und zwar haben wir den Deal Doktor Adventskalender. Und das ist ein sehr besonderer Adventskalender. Der hat nämlich nicht nur 24, sondern 25 Türchen. Verdammte Scheiße. Das ist wirklich krass. Jeden Tag werden Artikel verlost. Wenn ihr im WhatsApp Newsletter seid oder im E-Mail Newsletter, könnt ihr daran teilnehmen. Wenn ihr sogar bei beiden seid, habt ihr eine doppelte Chance zu gewinnen. Dafür geht ihr einfach mal hier drauf. Da habe ich den Adventskalender verlinkt. Da könnt ihr schön drauf gehen. Jeden Tag mal gucken, stöbern, und vielleicht seid ihr dann glückliche Gewinner. Außerdem noch eine Sache. Es gibt bei Instagram für die Instagram-User unter euch auch nochmal auf Dear Doktor einen Adventskalender. Also, ihr werdet auf jeden Fall hart beschenkt von uns. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Adventskalender. Vielleicht gewinnt ihr was Cooles. Hier könnt ihr übrigens nochmal gucken. Hier habe ich über den WhatsApp-Konkurrenten Telegram mal berichtet. Habe ich das Ganze mal ein bisschen verglichen. Ist sehr interessant. Wen das interessiert, dann einfach mal darauf klicken. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Macht's gut, Leute, und tschüsschen.